Liebe Zuschauer, Politik, aber auch Geldpolitik, das sind im Moment so die Themen, auf die der Markt blickt. Ganz besonders im Fokus im Moment in dieser Woche natürlich die US-Notenbank. Aber was auch ansonsten los ist, darüber reden wir jetzt. Und dazu begrüße ich jetzt hier auf dem Börsenparkett Dr. Gertrud Traut, die Chefvolkswirtin der Helaba. Hallo. Schön, dass Sie es zu uns hier an die Börse geschafft haben. Es gibt einiges zu reden im Moment. Wir schauen in dieser Woche natürlich auf die US-Notenbank. Aber da geht es ja nicht nur um diesen Zinsschritt, der jetzt verkündet wird, sondern man wird ja auch besonders hinhören, wie wird die Lage eingeschätzt und wie könnte es überhaupt weitergehen mit der Geldpolitik? Wovon gehen Sie aus? Aus meiner Sicht sind wir in einer neuen Welt. Und der erste Zinsschritt der US-Notenbank im März war der in einen Zinserhöhungszyklus. Also wir erwarten in diesem Jahr noch viele Schritte in Richtung 2% beim Leitzins. Der Markt hat das ja auch mehr oder weniger schon antizipiert, aber wir erwarten auch, dass es im nächsten Jahr noch weitergeht. Also Zinsen sind das neue Thema. Für manche, die jünger sind, fragen sich, was war das nochmal? Ja, Zinsen haben wir zwar schon mal von gehört, aber jetzt gerade, wenn wir uns den Euroraum anschauen, ist ja auch noch mal eine andere Nummer, weil in den USA hat man ja zumindest schon mal damit angefangen. Die EZB war da eher zögerlich, aber was da jetzt zuletzt zu hören war, könnte es ab dem Sommer da ja auch mal langsam losgehen, oder? Wovon gehen Sie da aus? Also die EZB hat diesbezüglich aus meiner Sicht in den letzten Monaten nicht so eine gute Figur gemacht. Selbst im Dezember, als schon klar war, wir haben richtig hohe Inflationsraten, also auch vor dem Ukraine-Krieg hatten wir die Lieferschwierigkeiten. Und es war offensichtlich, dass Inflation ein großes Thema ist, aber die EZB hat es rigoros verneint. Jetzt werden die einzelnen Mitglieder aus dem Direktorium vorgeschickt und müssen sagen, ja, ich glaube, das sieht anders aus und wir werden nach dem Ende der Anleihekäufe, was für Juni vorgesehen ist, auch einen ersten Zinsschritt sehen. Und wir haben da jetzt sehr dezidierte Aussagen schon gehört. Es könnte sogar schon Juli werden. Also vorher war mehr oder weniger eine Zinserhöhung in diesem Jahr ausgeschlossen. Jetzt ist alles möglich im zweiten Halbjahr. Und wir erwarten, dass wir bis Ende des Jahres die Nullzinsen hinter uns lassen. Also so viel von der geldpolitischen Seite. Was die politische Seite angeht, das hätte man sich vor ein paar Monaten auch noch nicht vorstellen können. Aber der Krieg in der Ukraine dauert jetzt ja schon eine ganze Weile. Und was da weiter passieren wird, was sich dabei auch konjunkturell daraus entwickelt, ist ja im Moment noch ziemlich schwer abzuschätzen. Starten wir aber mal beim Ölpreis. Da ist ja jetzt die Rede von auch von EU-Seite einem Ölembargo. Gehen Sie davon aus, dass es wirklich so weit kommt und was würde das bedeuten? Also relativ klar wird, dass man das nicht von heute auf morgen plant. Also die Ankündigung, dass man sich jetzt geeinigt hat in der EU, bis auf wenige Ausnahmen, also in der EU ist alles wie immer. Am Ende des Jahres ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann das Ölembargo kommt. Und das Entscheidende ist aber nicht das Ölembargo, sondern wie substituiert man. Und das eine Gute ist, die OPEC hat gerade angekündigt, also die OPEC Plus inklusive Russland, dass wir jetzt vor einem Angebotsüberschuss stehen. Also in der Welt, also ist das Wachstum etwas schwächer, gerade in China. Also es ist wieder mehr Öl da. Deswegen hat auch der Markt jetzt nicht nochmal einen Riesensprung gemacht mit dieser Entscheidung der EU, dass man auch ein Ölembargo angehen wird. Also entscheidend ist, welche alternativen Quellen gibt es, welches Einkaufskartell mit den Amerikanern oder noch anderen Ländern, wie werden wir versorgt? Und bei Öl ist der Anteil angeblich bei unseren Importen aus Russland auch nur noch 12%. Für mich ist wichtig, dass wir in diesem Jahr nicht noch ein Gasembargo kriegen, weil dann würden wir in eine Rezession gehen. Das ist ja genau die große Frage, Rezession ja oder nein. Im ersten Quartal haben wir jetzt bei der deutschen Wirtschaft ein kleines Wachstum immerhin noch gesehen. Aber hängt jetzt eben alles davon ab oder muss man auch so schon eventuell befürchten, dass wir in diesem Jahr eben doch eine Rezession hier sehen oder eine Stagnation? Wovon gehen Sie hier aus? Womit rechnen Sie? Also Inflation haben wir auf jeden Fall in unserem Basisszenario im Jahresdurchschnitt etwa 6% im Negativszenario, also mit einem umfassenden Energiestopp und auch ziemlich schnell. Also nicht diese zeitliche verzögernde Dinge bis Ende des Jahres. Also wenn wir jetzt einen umfassenden Energiestopp hätten, würden wir Inflationszahlen von über 10% erwarten und eine tiefe Rezession. Im Basisszenario haben wir tatsächlich noch Wachstum um die 2%. Also das wäre das Basisszenario, aber was müsste dafür quasi für dieses Basisszenario günstigerweise jetzt passieren? Wie müsste es da weitergehen? Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das im Moment so wirklich wahnsinnig schwer abschätzbar ist, wie es tatsächlich weitergeht. Natürlich in der Ukraine, aber was das natürlich zum Beispiel auch für Lieferketten, für jegliche Handelsbeziehungen etc. bedeutet.
Also wir hören zum Beispiel bei Halbleitern, dass sich das etwas entspannt. Also von der Seite wird es ein bisschen besser. Von der Ukraine wissen wir nicht, wie es weitergeht, aber da erwarten wir im Basisszenario keine weitere Eskalation. Und dann ganz, ganz wichtig, wie öffnet sich wieder China? China, die ja ganz viele Häfen geschlossen haben, Städte geschlossen haben. Also der Welthandel liegt mehr oder weniger brach, wenn in China nichts mehr geht und keine Schiffe mehr rein und rausgehen. Also in China muss auch wieder mehr geöffnet werden. Und dann sehen wir diese Erholung. Und wichtig in diesem Umfeld, dass auch der Ölpreis entsprechend relativ stabil bleibt auf absehbare Zeit, weil wenn er wieder nach oben springt, reale Kaufkraft dann vollkommen verschwindet, dann erholt sich auch nicht der Konsum und für die Unternehmen, die Erzeugerpreise sind jetzt schon hoch, wäre das auch ein Killer. Da hatten Sie mit China jetzt ja auch schon auch was angesprochen. Das Thema Corona hat man bei uns schon ein bisschen abgehakt, aber sieht man dort ja auch noch komplett anders mit der sehr strikten Lockdown-Politik, die ja dann eben auch wieder die Lieferketten unterbricht. Also haben wir uns quasi da von den letzten Lockdowns eigentlich schon erholt? Oder also ist das, inwieweit ist das in Ihrem Basisszenario auch schon vertreten? Also wirklich erholt haben wir das nicht. Das haben wir auch gesehen, das erste Quartal war noch sehr Corona-bestimmt. Wir sehen, dass sobald die Restriktionen wegfallen, dass auch von der Konsumseite wieder ein bisschen kommt. Zum Glück ist die Sparquote relativ hoch. Wir sehen auch in den USA, dass das Wachstum sehr stabil ist. Das erste Quartal war jetzt enttäuschend, aber das war so enttäuschend, weil die Amerikaner so viel eingeführt haben, also die Importe so hoch waren. Also da ist auch die Dynamik noch hoch, auch da ist die Sparquote hoch. Und man muss sagen, man muss darauf hoffen, also nicht nur, dass es in der Ukraine nicht weiter eskaliert, sondern man muss hoffen, dass auch China wieder am internationalen Handel teilnimmt und wir unsere Produkte kriegen, weil Materialmangel ist das Thema Nummer eins und dann kommt gleich Fachkräftemangel und beides ist natürlich latent inflationär. Also latent inflationär, die Inflation natürlich in letzter Zeit auch das Thema. Insofern bleibt natürlich die Geldpolitik auch, was das angeht, besonders spannend. Jetzt sind wir auch mitten in der Berichtssaison. Wovon gehen Sie hier aus? Also einige Unternehmen bei uns haben wir schon vorgelegt, in den USA ist schon einiges durch. Wie wird sich jetzt gerade bei den Unternehmen bei uns auch im Ausblick vielleicht schon eben der Krieg in der Ukraine niederschlagen? Womit rechnen Sie hier? Also das Entscheidende für den Aktienmarkt mit Blick auf die Inflation ist immer die Frage, wie entwickelt sich Gewinnmarge? Kann man die hohen Kosten von der Importseite, die wir ja auch bei den Erzeugerpreisen sehen, kann man das weitergeben oder geht alles auf Kosten der Marge? Wenn es auf Kosten der Marge geht, dann ist es schlecht für den Aktienmarkt. Bislang ist es so, dass die Gewinnmarge relativ stabil ist und wenn wir uns die Verbraucherstimmung im Verhältnis zur Konsumentenstimmung anschauen, dann ist die Entwicklung auch positiver. Lässt erahnen, dass es bei den Unternehmen nicht so schlecht aussieht. Und deswegen sind wir auch optimistisch in unserem Basisszenario für das Ende des Jahres und erwarten den DAX dann wieder bei 16.000 Indexpunkten. Das nenne ich mal ein optimistisches Basisszenario. Also da sind dann ja dementsprechend auch schon, nehme ich mal an, die optimistischen Basisszenarien eben, die Sie von konjunktureller Seite angesprochen haben, dann eben auch schon mitverarbeitet. Das heißt aber auch, also die Unternehmen müssen sich dementsprechend auch so schlagen. Wie sieht es dann in dem Nicht-Basisszenario aus? Also was können Sie sich auch vorstellen, wo es dann hingeht für die Aktienmärkte? Also im Nicht-Basisszenario, im Negativszenario, immer in der Wahrscheinlichkeit von 25% haben wir das Energieembargo, dann gehen die Preise durch die Decke, dann kriegen wir auch noch eine Rezession, die Lieferschwierigkeiten werden noch viel schlimmer und dann gehen wir in Richtung 10.000 Indexpunkte beim DAX. Das ist eine gewisse Bandbreite. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können Anleger sich aus Ihrer Sicht jetzt im Moment bei so einem Umfeld dann auch orientieren? Sie haben jetzt die verschiedenen Szenarien beschrieben. Natürlich kann man jetzt einfach an der Seitenlinie stehen und sagen, ich bin mal gespannt, welches Szenario eintritt. Gibt es da was, was Sie den Zuschauern auch mit auf den Weg geben können? Also es gibt ja eine Regel, das ist diversifizieren und nicht immer alles zur gleichen Zeit und die persönlichen Präferenzen kennen. Wenn man unser Szenario als Basisszenario auch für sein persönliches Szenario hat, dann sind das jetzt gute Zeiten. Wenn man eher ängstlich ist und die Wahrscheinlichkeit von Rezession und Inflation hochsieht, dann sollte vielleicht noch mal lieber einen Schritt zurückgehen und ein bisschen abwarten, weil dann würde es ja auch noch deutlich fallen. Frau Dr. Traut, vielen herzlichen Dank fürs Interview.
Liebe Zuschauer, soweit unser Blick. Was sind gerade die Themen, die die Märkte bewegen und die sich natürlich auch der Konjunktur bemerkbar machen dürften? Und da haben wir uns jetzt mal verschiedene Szenarien angehört. Die Bandbreite ist durchaus beachtlich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.